Nach 16 Jahren Merkel wirken solche gesellschaftlichen Veränderungen, große und kleine, fast schon revolutionär. Kiffen wird legal oder in Politikersprache, eine kontrollierte Abgabe zu Genusszwecken an Erwachsene soll erlaubt werden. Neu ist diese Idee wirklich nicht, immer mal wieder wurde sie diskutiert, doch die Union war und ist absolut dagegen. Dass die Legalisierung jetzt kommt, bringe aber Vorteile, findet, wenig überraschend, der Hanfverband. Die Prohibition hat viele gesellschaftliche Schäden, die sie mit sich bringt. Zum Beispiel die Förderung von organisierter Kriminalität, die Gesundheitsgefährdung der Konsumenten, weil auf dem Schwarzmarkt viele Zusatzstoffe unterwegs sind, die halt ein zusätzliches Risiko sind für die Konsumenten. Das können wir halt mit einer Regulierung des Marktes komplett ausknipsen. Und wir alle als Steuerzahler haben auch noch was davon, weil der Staat nach letzten Berechnungen 4,7 Milliarden Euro pro Jahr einnehmen wird dadurch. Auch der berüchtigte Paragraph 219a soll gestrichen werden, bislang Grundlage für Abtreibungsgegner, um Ärztinnen und Ärzten, die Abtreibungen vornehmen, das Leben schwer zu machen. Einer dieser Ärzte ist Detlef Merchel aus Nottuln. Für ihn bedeutet die Streichung des Paragraphen, dass Frauen zukünftig selbstbestimmter abtreiben können. Ich darf das schreiben, so wie ich es tue, und muss nicht irgendwelche Rechtskniffe oder irgendwas machen. Und die Frau hat die Möglichkeit auch auszuwählen und zu entscheiden, wo liest sich das besser, wo komme ich klar. Denn bis jetzt schreiben ja die meisten Kollegen, die es machen, auch nicht wie, haben es ja gar nicht. Das heißt, man weiß ja gar nicht, wer es macht. Und die Ampelparteien stoßen weitere Veränderungen an, in vielen gesellschaftlichen Bereichen. Schwule und lesbische Paare zum Beispiel sollen die gleichen Rechte bekommen wie Ehen zwischen Mann und Frau. Das ist vor allem für Adoptionen wichtig. Doch das ist längst nicht alles. Für den Lesben- und Schwulenverband ist diese neue Politik tatsächlich ein echter Aufbruch. Ein wichtiger Punkt ist beispielsweise, dass das demütigende Transsexuellengesetz, das ja immerhin von 1980 ist, endlich reformiert werden, abgeschafft werden soll, ersetzt werden soll durch ein Selbstbestimmungsgesetz. Das ist ganz wichtig für Transpersonen. Transpersonen können dann zum Beispiel einfacher ihren Namen und ihren Geschlechtseintrag ändern lassen. Blutspenden soll zukünftig auch für Homosexuelle möglich sein und das Wahlalter soll gesenkt werden auf 16 Jahre. All diese politischen Ideen sollen das Land vielfältiger und moderner machen, so beschreiben es die Ampelpolitiker. Verändern werden sie es ganz sicher nach 16 Jahren Merkel. Wobei das natürlich auch nicht jeder richtig findet. Die angesprochenen Punkte, da gibt es natürlich auch reichlich Kritik. Ich spreche jetzt mit einem Politikwissenschaftler, der sagt, da passiert jetzt noch mehr Neues gerade in Berlin, abgesehen von Inhalten. Es ist eine andere Art, Politik zu machen. Professor Andreas Blätte von der Uni Duisburg-Essen ist das. Guten Abend. Guten Abend. Sie sagen, da findet eine Horizontverschmelzung statt. Was meinen Sie damit? Ja, die Koalitionspartner haben ja miteinander gerungen, aber ganz abseits der Öffentlichkeit. Und sie haben durch Vertraulichkeit offensichtlich Vertrauen hergestellt. Diese Abschottung, die Diskretion hat es wohl auch möglich gemacht, dass sich Parteien, die sie in vielen Sachen einen Dissens haben, sich auf die Positionen der anderen eingelassen haben, einander verstanden haben und damit auch Lösungen gefunden haben, die gar nicht möglich erschienen. Die Ampel war ja gar nicht ausgemachte Sache. Sie ist gelungen und der Koalitionsvertrag ist sehr gehaltvoll. Meinen Sie, dass sich da wirklich einer was von anderem annimmt, dass die voneinander lernen können da? Das behaupten die Koalitionspartnerinnen natürlich. Aber es ist auch so angelegt, weil wenn wir den Koalitionsvertrag jetzt ansehen, da sind da zunächst mal die Ergebnisse der 22 Arbeitsgruppen aneinander gefugt und mit einem Rahmen versehen. Aber die verschiedenen Sachfragen sind eng miteinander verwoben und jeder braucht etwas von dem anderen. Das ist in dem Koalitionsvertrag angelegt und sie werden viele Kompromisse schließen müssen und sie werden oft an einem Strang gemeinsam ziehen müssen. Und es gibt ein paar interessante Verfahrensvorschläge, wie man das dann erreichen kann. Bisher haben wir Politik ja immer sehr stark erlebt, so als Abgrenzung. Ja, mein Ministerium, deine Partei, meine Partei. Viel auch wir gegen die innerhalb von Koalitionen. Meinen Sie, das ändert sich jetzt?
Der politische Wettbewerb gehört einfach dazu. Das wird auch jetzt nicht anders sein. Aber die Koalitionspartnerin eint ja ein wirklich erkennbarer Gestaltungswille. Es geht um Dekarbonisierung, Demografie und um den weitergehenden sozialen Wandel, den es zu gestalten gibt. Und diese Gestaltungsziele einen die Partnerinnen. Und kann man eigentlich recht neugierig sein, was diese Koalition anders macht. Verrückt ist ja, dass die sich im Wahlkampf ja wirklich gegenseitig ziemlich angestänkert haben. Gerade FDP und Grüne. Und jetzt irgendwie so eine 180-Grad-Wende ist schon ein Ding, ne? Auch seitens der SPD ist es ja kultiviert worden, so eine neoliberale Karikatur der FDP aufzubauen und dadurch zu verkennen, dass es in gesellschaftspolitischen Fragen auch viele gemeinsame Anknüpfungspunkte gibt. Das sieht man jetzt etwa in den recht weitreichenden Vorstellungen zur Migrations- und Integrationspolitik. Da lagen eigentlich FDP, Grüne und SPD immer auf der gleichen, hatten immer eine geteilte Sicht, eine gemeinsame Wellenlänge. Und das wird jetzt offensichtlich. Ja. Ganz kurz noch zu dem, was heute da bei den Grünen los ist. Also plötzlich gibt es da jetzt innerhalb der Partei offenbar Stress um Macht, um Posten. Was ist da los? Ist das einfach nicht gut gemanagt, da der Prozess? Es war aber bestmöglich vorbereitet durch die Koalitionsverhandlungen. Auch durch kleine Zugeständnisse etwa hat die SPD den Grünen einen Posten eines Staatsministers im Bundeskanzleramt zugestanden, um das Innerparteiliche besser austarieren zu können. Aber die Personalfragen sind einfach eine Stunde der Wahrheit. Da ist der Kuchen beschränkt, die Verteilungskämpfe sind unausweichlich. Auch das müsste man eigentlich als etwas Normales im Prozess der Regierungsbildung betrachten. Morgen gucken wir alle und die grünen Mitglieder sich dann den Kuchen an. Dankeschön, Andreas Blätte, Politikwissenschaftler, Uni Duisburg-Essen. Danke. Sehr gerne.